So, wir wurden in die Wüste geschickt. Soll ich mit dir in die Wüste fahren? Einen Schädel anschlagen? Und jetzt haben wir in der letzten Folge ein bisschen geschimpft, wie immer, über mangelnde Qualitäten im hochgradigen Hochqualitäts-Storywriting. Aber andersrum muss ich mal wieder sagen, das kann kein anderes Spiel und auch keine andere Spieleserie mir reale Landschaften, außer vielleicht der Flight Simulator und das auch nicht so, reale Landschaften und historische Orte in so einer Optik. Das ist schön, ja. In so einer Optik geben. Außer Kingdom Come Deliverance, muss ich jetzt übrigens auch nochmal sagen, weil das ist wirklich, das ist unglaublich, wie echt sich, wahrscheinlich weil man ungefähr aus so einer Gegend kommt, landschaftlich, aber ich glaube, die hätten auch jede andere Gegend so hingekriegt, wie echt sich diese Welt anfühlt. Und ich kann mir, ich verstehe es nicht, was da. Das ist geil, ne? Das ist echt der Trick war, das ist, wie du halt die Luft schmeckst und die Luftfeuchtigkeit merkst und auch wie es riecht. Du läufst an so einem Feldweg entlang und du weißt einfach, wie es da riecht, wenn es ein bisschen zu heiß ist. Und so, das ist irgendwie warm und die Sonne knallt. Und irgendwie bist du dir nicht sicher, ob du jetzt gleich einen Allergieanfall kriegst oder nicht. Und dann halt nicht. Keine Ahnung, das ist echt das ist Wahnsinn. Das ist cool. Ich bin gespannt, wie gut sie das im zweiten hinkriegen. Ja, bin gespannt, ob sie es nochmal so hinkriegen oder ob dieses ein bisschen janky an der alten CryEngine, ob das die nicht irgendwie genützt hat. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einfach ihr Können. Das ist das, was sie halt da rausgeholt haben. Darf ich jetzt hier reingehen, bei der Wachen stehen? Da lang anscheinend nicht, zu dick. Entschuldigung, darf ich hier durch? Für den anderen Weg bin ich nämlich zu dick. Dafür wohl in die Stadt gehen, oder? Ja. Die Erde hat sich unter meinen Füßen bewegt. Ich muss auf festeren Grund. Ich brauche mein Zuhause. Ich brauche Nihal. Ich brauche einen Schnaps. Und das mache ich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also vieles ist in dem Spiel so durchdacht auch und gut gemacht, dass es einfach kein Zufall ist. Aber wir haben es immer wieder gesehen bei Erstlingswerken manchmal, die so viel richtig machen und nahezu perfekt sind. Das haben wir in der ganzen Spielgeschichte gesehen. Und wo dann beim Nachfolger nicht richtig erkannt wurde, was die Stärken waren, was elementar war und wo man vielleicht dran feilen kann. Nenn mir ein Beispiel außer Hellblade. Wo war der Zweier weniger stringent und das Schwächere? Okay, Mirror's Edge. Das haben wir ganz oft. Also, aber bei Mirror's Edge ist das ganz klassische Design-Entscheidung. Lass mal Open World machen. Aber das ist doch. Wir machen Open World. Ja, muss ich mal drüber nachdenken, weil mir das einfällt. Aber ich glaube nicht, dass es bei Kingdom Come Deliverance 2 so sein wird. Jetzt keinen Anlass. Deswegen gucken wir mal. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie sehr man dann die Stärken wieder kennt, dass man genau sieht, so zum Beispiel ihr Quest-Design, ihr World-Design, das Writing. Das war alles so bewusst, deliberate, so. Ja. Ne, gemacht und das haben sie jetzt noch ausbauen können und jetzt auch noch mal drauf aufbauen. Oh. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das passieren wird. Wir sind gespannt, was hinter dieser Tür passiert. Sie war's. Basim, geht es dir gut? Sie ist der Jin bestimmt, oder? Sie ist auch so eine Isu-Nachfahrin. Ich weiß es nicht. Du hattest recht, Nihal. Meine Feindin, Kabiha, sie hatte die Antworten. Was hast du erfahren? Dass es mehr darüber zu lernen gibt, wer ich bin. Eine Wahrheit, die Kabiha mir zu sagen versuchte und meine Meisterin verstummen ließ. Diese Wahrheit liegt in Alamut. Also reiten wir nach Alamut. Reiten wir nach Alamut. Reiten wir nach Alamut. Ja. Ja, ich werde gehen, Nihal. Nur ich. Hä, warum? Du brauchst mich. Du musst sicher sein. Ich bin bei dir sicher und du bei mir. Es kann sein, dass ich dort nur Gefahr und Tod finde. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich von ihm nicht abwenden, aber du sollst dich ihm nicht stellen. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du ruhst, ruhe auch ich. Ich begleite dich, jeden Schritt des Weges. Du bist niemals allein. Und jetzt pack. Wir verlassen Alamut erst, wenn du deine Antworten gefunden hast. Na dann. Ja. Lauf zu!
Höher! 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 Schneller! Ernsthaft? Oh je. Hä? Mann, die wohnen doch da, die wissen doch, wie man sich da verhält in der Wüste und... Ja, vor allem der Weg von Alamut nach Bagdad war doch auch nicht so stressig. Ich meine, das ist ja der Hauptquartier, oder? Da kann man doch... Oh. Nihal! Das sind immer aufmerksame Assassinen. Na also. Deus Ex Machina. Sean. Nee. Sieh nur wieder. Wer hat ihn da jetzt gerettet? Das Willkommen, das du erwartet hast, was? Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte, Alamut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Ich fürchte, ich kann nicht. Oh. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst. Oh, das sind immer so Quests. Na gut, das ist jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen zynisch. Ruhig. Aber rette mich. So viele du kannst in der letzten alles linearen Mission bedeutet normalerweise töte alles so viele Feinde wie du kannst, nämlich alle. Dein Herr hat dich in meine Obhut gegeben. Mag ich übrigens auch nicht mehr so... Wenn dir das Spiel am Ende nochmal alles entgegenwirft und so, und dann der Oberbosskampf. Ich muss es selbst sehen. Wobei der Bosskampf, wenn er mit Taktik ist, meistens gar nicht das Problem ist, sondern eher dieses jetzt nochmal alle Gegner. Ist es das, was Kabiha mit Weg bereiten meinte? Nihal, bitte sei in Sicherheit. Wo du auch sein magst. Beim ersten Hellblade fand ich das irgendwie ganz geil. Da, wo du dich ja dann sozusagen, wo du aufgeben musst. Ja. Damit es ja, zu Ende ist. Ja, ist interessant, ja. Obwohl wir das halt nicht geschnallt haben. Oder wir haben zu lange rumgetan. Halo Reach. Ja. Die Idee finde ich auch nicht schlecht. Waren vielleicht zu doof, das schnell genug zu erkennen. Oder bei Brothers war es ja auch so, dass du... Dass eher so eine andere Herausforderung ist, die am Ende wartet.
Oh ne, muss ich jetzt echt das Lager... Ach komm, einige Leute. Leben noch. Dann rette mal. Darunter auch Mentor Raihan. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Ja, das ist irgendwie so auch so ein entscheidender Unterschied zwischen Assassin's Creed und anderen Spielen. Bei anderen Spielen, da machst du auch eigentlich als Hauptteil dessen, was du machst, riesige Gegnerlager platt. Was ich jetzt bei Tsushima und so. Und das ist wahrscheinlich unglücklich und hier muss ich gar niemanden platt machen, sondern muss mich rüber stealthen, kann ja auch sein. Aber bei Tsushima macht es halt auch immer einfach einen Wahnsinnsspaß, ein Lager platt zu machen. Und ich finde bei Assassin's Creed lang nicht so. Ja, ich spiele es nicht, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Das sieht nicht so spaßig aus. Also das ist schon okay, ne? Und man kann sein Skillset da auch irgendwie ganz cool benutzen, aber es ist nicht dieses, dass man sich dann vorm Lager denkt, oh Mann, sind das viele Gegner. Und dann, wenn du aber dabei bist und dir danach denkst und wenn die Musik kickt und so, boah, war das jetzt geil, dieses Lager auszuräumen. Das, und ich könnte dir nicht mal sagen, an was es genau liegt. Vielleicht, weil einfach, weil ich es schon zu oft bei Assassin's Creed gemacht habe. Ja. Und weil vor allem bei den großen Assassin's Creed einfach jede fucking Nebenquest genau das zum Inhalt hat. Es immer geh dahin, räum das Lager aus. Das geht jetzt hier schon auch ziemlich smooth inzwischen. Trotzdem ist es ein anderes Gefühl, sich bei Tsushima durchzustealthen. Wie auch bei Baldur's Gate oder bei FromSoft wahrscheinlich einfach jeder Kampf ein Erlebnis ist irgendwo. Wie sind die Kämpfe in Baldur's Gate so einfach? Das ist ein bisschen das Problem. Sind die zu einfach? Ja. Dann sehen wir mal, was das ist, sind okay, sind immer ganz cool, aber ich habe da keine Herausforderung. Irgendwie, aber es liegt am DMD-System irgendwie. Das ist dafür nicht so geil gemacht. Ich mag die trotzdem ganz gerne, sind alles ganz nett. Aber. Wenn ich jetzt eine Rauchbombe werfe, die alle vergiftet, die vergiftet doch meine Leute dann auch, oder? Verflucht. Ich muss schneller sein. Sie verdienen es nicht zu sterben. Da gibt es eine Sache, die ich nie ganz verstanden habe. Bei dem ganzen Töten, für das ihr bekannt seid. Sieht das jetzt nochmal? Ach so, ja, hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja, dann los geht's. Halt aus. Ganz am Ende mache ich es dann doch noch einmal, gell? Ja, siehst du? Habe ich mir selber das Finale schön gespielt. Irgendwie schon, ja. Gepriesen sei Allah. Oh, aber einen hat's erwischt. Ich sehe niemand anderes. Komm, hilf mir, die Fesseln loszuwerden. Ja, hilf mir doch mal. Jetzt warte mal. Ich finde dich ein Dorf. Komm raus. Basim, was machst du denn? Befreie mich. Ja, ja. Ich schick dir noch in Morpheus Arme. Geht jetzt gerade nicht. Ich muss die erst killen. Beziehungsweise erstmal unsichtbar werden. Also hier ist schon ein paar knifflige Sachen und ich spiele es ja auch im Honor-Mode. Das ist ja praktisch der höchste Schwierigkeitsgrad, wo du auch nur einen Spielstand hast. Also nicht. Was denn? Da gab es schon ein paar knifflige. Ich dachte, du wärst in Bagdad. Wo sind die anderen? Roshan! Ich bin allein hier. Aus demselben Grund wie diese Männer. Ich kenne die Wahrheit, Mentor. Über den Tempel und was er birgt. Das haben mir unsere Feinde verraten. Sie drängten mich, danach zu suchen, weil nur ich es vermag. Du? Also hat der Orden die Tahirian benutzt, um Alamut niederzumetzeln, weil du der Schlüssel bist. Wofür? Was beschützt ihr, dass all dieses Blutvergießen wert ist?
uraltes Land. Seit Generationen ist es unsere Pflicht, darüber zu wachen. Es vor dem Orden zu bewahren, der seine Geheimnisse ausbeuten will. Der Eingang befindet sich im Tempel. Obwohl es verboten ist, habe ich ihn gesucht. Doch ich habe ihn nicht gefunden. Dann werde ich das selbst tun. Das darfst du nicht. Das ist es, was der Orden will, verstehst du nicht? Wenn das, was wir beschützen, in die falschen Hände fällt. Es werden die meinen sein. Sieh dich um. Sieh, was der Orden bereit ist, auf uns zu hetzen. Wenn ich das Wissen erhalten kann, das sie suchen, gewinnen wir damit vielleicht endlich die Oberhand in diesem endlosen Krieg. Dies ist der richtige Weg. Für die Verborgenen. Na dann. Also ich fand da schon viele Kämpfe schwer bei Baldur's Gate. Moment mal, war das überhaupt einer von den Bösen? Ja. Soll Gott sie aussortieren? Ja, ist natürlich ein bisschen, was einem da so liegt und wie man da drin ist. Also der Tempel. Ich habe meine ich nur, weil ich das jetzt bei anderen Games jetzt nichts und niemand wirklich steht mir im Weg. Nicht jetzt. Eine Herausforderung nicht so kurz vor meinem Ziel. An den Kämpfen wirklich da. Ja, dann hinterher so ein richtiges Erfolgserlebnis habe. Das ist bei Baldur's Gate immer ganz nett. Die machen mir schon Spaß, so ist nicht. Aber ich habe nicht danach so ein richtiges, dass ich denke so, wow, was habe ich jetzt hier geleistet. Nötig, um mich aufzuhalten. Ich bin darin so schlecht, dass ich das schon habe. Das ist voll cool. Ja, ich habe schon ein paar sehr geile Kämpfe gehabt. Das heißt also, ich bin hier richtig. Ich spiele hier auch gerade nebenbei immer so ein bisschen Into the Breach. Ich habe immer noch mal so eine Advanced Edition bekommen. Ja, das wird nie alt. Das ist. Und ich habe noch mal so einen, auch so einen neuen Unter, der heißt Unfair, bekommen, so eine Schwierigkeit. Und der ist so geil. Weil da musst du so knobeln, das ist so cool. Also das ist halt, da fühle ich mich immer wie so ein Big Brain, wenn ich halt so ein Level wieder gelöst habe. Ja. Weil du irgendwie alles so dann zusammenspielst und zack, klack, dann passt das wirklich zusammen wie so Puzzleteile oder wie so Dominos, die dann richtig umfallen. Also hast du irgendwie alles richtig gemacht, das ist richtig geil. Ich glaube, bei D&D ist das ein bisschen das Problem, dass das eben aus dem Pen and Paper kommt. Und dass das ursprünglich ja, jemand sich immer so Sachen ausgedacht hat und die ja von einem Game Master dann cool eingesetzt werden. Ja? Irgendwelche Schlafzauber und Gift und Flechten. Und die wurden alle sehr detailgetreu in das Spiel umgesetzt. Aber dadurch ist es halt nicht so ein klares Game Design. Ja, wo du hast 50 Spells und 7 davon machen immer das gleiche in verschiedenen Varianten. Wollen wir es immobilisieren oder dieses und jenes. Ist nicht schlimm, ist okay, aber es hat nicht diese Eleganz, die ich an den Spielen doch oft schätze. Ich finde aber, das kann man sich mit ein bisschen Erfahrung, kann man das auch ein bisschen durchblicken und dann wissen, dass man sich zum Beispiel oft auch einfach auf seinen eigenen Geschmack verlassen kann und sich halt dann jeweils einen Zauber pickt. So. Und dann ist es auch eher für was man selber, wenn man dem Kampf zusähe, in einem Film als cool empfindet. Die zum sind Beispiel, auch cool. Ich bin zum Beispiel im Zweifel kein großer Fan von Säurezaubern, ne? Egal ob jetzt Area of Effect oder halt, der Säure, Melfs Säurepfeil oder so, sondern ich mag halt einfach irgendwie Eiszauber ganz gern oder Blitzzauber, wenn die halt vom einen zum anderen Gegner springen. Wenn es genau der gleiche Zauber wäre als Effekt, aber es wären Säuretropfen, die zwischen den Leuten hin und her sprengen, dann fände ich es schon wieder nicht so cool. Ne? Und bei Blitz bietet es sich natürlich irgendwie auch an. Oder ich fände auch irgendwie eine Eiswand immer geiler als eine Feuerwand und so. Ne? Und dann kann man halt sagen, okay, wenn ich jetzt halt von mir aus Angriffsmagier bin, dann nehme ich halt aus dem Elementarbereich, der mir zusagt, wähle ich halt was aus und dann nehme ich eben das und das passt dann auch. Also ja, so kann man auch für sich ganz viel schnell ausblenden. Oder wenn du genau weißt, ich nehme einfach nie Tränke her. Ich nehme sie halt einfach nicht her. Ne? Dann kümmere ich mich da jetzt auch gar nicht drum. Geht bestimmt auch so und geht dann meistens auch. Das geht auch. Deswegen, du hast oder es ist halt, Möglichkeiten. Es ist halt ganz wichtig, wie beim Witcher, dass es halt dann dir schon einen entscheidenden Buff in Kämpfen geht. Und dann machst du es aber auch gerne. Irgendwie so, ah, geil, das da vorne ist ein Untoter. Deswegen brauche ich jetzt sozusagen das Untotengift auf meinem Schwert. Und dann fällt es mir halt gleich viel leichter. Ich bin Geralt der Monsterjäger. Ich habe mich ideal auf diesen Kampf vorbereitet und so. Also, das geht schon.
Was halt nervt ist, wenn alles redundant ist. Irgendwie. Und wenn man es dann noch nicht unterscheiden kann. Deswegen fand ich es bei Diablo auch lange total öde. Mal sehen, ob ich vermag, wenn du erst so gar keine richtige Vorstellung hast, was deine Skills so können und dann merkst du, okay, das, jetzt habe ich es verstanden, aber es macht halt irgendwie keinen Spaß. Oder Moment. Es matscht mir halt den ganzen Bildschirm zu mit irgendwelchem Miasma oder mit Leichen oder mit sonst was, sodass ich dann überhaupt nicht mehr sehe, was überhaupt vorgeht. Aber egal. Wir meandern ganz schön rum, finde ich, in unserer Session. Oh, also wir sind, ja, ist ja auch okay. Alles Themen, die wir mal in eigenen Podcasts besprechen. Ich habe verloren. Ich stehe gerade vor. Nein, ich meine, dass wir uns jetzt hier voll immersiv das Spiel einlassen, das ist schon vorbei. Ich finde aber die letzten paar Folgen hat schon wieder Spaß gemacht. Und in der nächsten Folge sehen wir dann wahrscheinlich das große Finale und den Bosskampf gegen wen auch immer. Schauen wir mal. Bis dann.